Herzlich willkommen auf meinem Kanal mit dem Namen Sunny Side of Life und damit auch ein herzliches Willkommen zu meinem ersten Video auf YouTube. Wie ihr in dem Titel schon lesen könnt, kochen wir heute saure Bohnen mit Kartoffelstampf. Das Rezept habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Und dafür verwenden wir die folgenden Zutaten. Wir verwenden 1650 Gramm Schneidebohnen, hier von Seidel. Ja, diese Art von Bohnen scheint regional relativ eingeschränkt zu sein. Wenn ihr da Tipps habt, wo bzw. von welcher Marke man dieses Produkt außerhalb des Rheinlands bekommt, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ich bin sehr dankbar für Tipps. Dann verwenden wir 1080 Gramm Wachsbrechbohnen aus dem Glas, abgetropft und kurz mit kaltem Wasser abgespült. Ich habe jetzt leider keine Wachsbrechbohnen bekommen, habe deswegen feine, also sehr feine Schneidebohnen sogar verwendet. Dann verwenden wir 2 bzw. 2,5 Kilo festkochende Kartoffeln, je nachdem, ob ihr es ja eher etwas bohnenlastiger wollt oder etwas kartoffellastiger, geschält und in Würfel geschnitten. Dann verwenden wir saure Sahne bzw. Creme fraiche. Die genaue Mengenangabe findet ihr in der Beschreibung. Wir verwenden in unserem Fall eine fermentierte Bio-Soja-Alternative der Marke Sojananda, da wir eine vegane Variante kochen. Diese Creme hat auch tatsächlich diesen frischen Geschmack, den man häufig von den tierischen Produkten kennt. Und viele Alternativprodukte, also vegane Alternativprodukte, lassen diesen frischen Geschmack häufig vermissen, zumindest aus meiner Sicht. Die hat den definitiv. Dann haben wir hier 4 rote Zwiebeln. Wundert euch nicht, wenn die nach dem Kochen oder am nächsten Tag blau-grün oder blau-lila sind. So wie ich es gelesen habe, sind in Zwiebeln und auch in Knoblauch Schwefelverbindungen enthalten. Und diese oxidieren in einem sauren Milieu, was eben durch die eingelegten sauren Bohnen nun mal vorherrscht. Dann haben wir hier 4 bis 6 Teelöffel Dijon-Senf. Genaue Menge schreibe ich euch in die Beschreibung. Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Und Rapsöl zum Anschwitzen der Zwiebeln, in meinem Fall mit veganem Buttergeschmack. Ob die Aromen vegan sind, ist entweder auf der Flasche gekennzeichnet oder manchmal auch auf der Produktseite der jeweiligen Firma im Internet. Wenn ihr unsicher seid bzw. keine genaue Deklaration findet, dann könnt ihr den Firmen auch Produktanfragen schicken. Als Beispiel habe ich euch das von mir verwendete Öl in der Beschreibung verlinkt. Dort steht, dass sie natürliche Aromen verwenden, was der Unterschied ist zwischen künstlichen Aromen und natürlichen Aromen. Das verlinke ich euch auch gerne in der Beschreibung. Das war's jetzt mal mit dem Vorgeplänkel und dann fangen wir mal mit dem Kochen an. Die abgebrausten Wachsbrechbohnen werden jetzt zusammen mit den Schneidebohnen ca. 15 bis 20 Minuten köcheln gelassen. Nicht kochen, weil sonst zerfallen die euch total. 15 bis 20 Minuten köcheln lassen, das reicht vollkommen. Während die Bohnen vor sich hin köcheln, können wir dann schon mal die Kartoffeln ins kochende Wasser geben und so circa 15 Minuten kochen, dann dürften sie weich sein. Die Kartoffeln waren jetzt schon nach etwa 10 Minuten gar. Ich habe sie trotzdem 15 Minuten köcheln lassen. Das hat einfach den Vorteil, dass sie beim Zerstampfen ein bisschen einfacher zu bearbeiten sind. Werde ich jetzt kurz abschütten und dann machen wir weiter. Die Kartoffeln habe ich jetzt zur Seite gestellt, kühlen jetzt ein bisschen aus. Nehmen jetzt einen neuen Topf und erhitzen darin das Rapsöl. Sobald das Öl heiß genug ist, geben wir die Zwiebeln dazu und schwitzen sie an. Sobald die Zwiebeln dann etwas glasig sind, geben wir nach und nach die Bohnen und die Kartoffeln dazu und lassen das Ganze nochmal ein bisschen vor sich hin köcheln. Was ich eben natürlich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass wir die Kartoffeln jetzt erst noch relativ grob stampfen werden und dann geben wir sie mit den Bohnen zusammen zu den Zwiebeln und lassen das Ganze noch ein bisschen vor sich hin köcheln.
Ich habe jetzt 2 Kilo Kartoffeln genommen. Wie ihr seht, ist es jetzt in dem Fall etwas bohnenlastiger. Wenn ihr lieber ein paar Kartoffeln mehr haben möchtet, ein bisschen weniger Bohnen, dann nehmt einfach 2,5 Kilo Kartoffeln. Im nächsten Schritt geben wir dann unsere frische Creme oder wenn ihr tierische Produkte nehmt, die saure Sahne oder die Creme fraiche dazu. Verrühren das Ganze. Die Konsistenz sollte nicht zu fest, aber auch nicht zu matschig sein. Ich habe jetzt erstmal 600 Gramm frische Creme verwendet. Die genaue Angabe schreibe ich euch dann am Ende in die Infobox bzw. in die Beschreibung. Jetzt verrühren wir das Ganze noch. Jetzt kommen wir zum Abschmecken und ich habe gerade festgestellt, dass es dadurch, dass die Bohnen in Salz eingelegt sind, schon relativ salzig ist. Das Salz lasst ihr am besten weg. Das heißt, wir nehmen jetzt nur den Pfeffer und ein bisschen Senf, schmecken das nach unserem Geschmack ab und dann schauen wir mal weiter. Das war es soweit von meinem ersten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein paar Kommentare da. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Und vor allem, lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal.